So, ich bin's abermals. Ah, ja, diese Unterbrechungen immer schlimm, schlimm, schlimm. Einmal werden wir wahrscheinlich noch unterbrechen. Aber okay, ich hoffe, es stört euch nicht. Aber ich will euch nicht die ganze Zeit zeigen, hier, wie ich den Spino dann zähme. Das dauert dann ewig und 3 Tage. Alles klar. Der andere Spino dürfte da hinten sein. Ich wollte gerade sagen, unter uns. Aber der ist da hinten. Ich will den hier ein bisschen weglocken. Mehr weg vom Sumpf. Der wird zwar auch von keinen Dinos angegriffen, aber von mir. Ne, von mir natürlich nicht, aber ich werde von anderen Dinos angegriffen. So rum. Deswegen will ich versuchen, den ein bisschen wegzulocken. Aber erstmal muss ich ihn natürlich wieder treffen. So. Dann reite ich jetzt natürlich mal, oder fliege natürlich weg. Wieder in die Richtung. Ich hoffe, der folgt mir. Ja? Na, jetzt ist er mit der Schildkröte wieder beschäftigt. Aber ist gut so. Wenn er beschäftigt ist, könnte ich ihn eventuell ganz gut... Was war denn das eben? Gott. Jetzt habe ich doch ein wenig Angst. Der trifft mich. Jetzt habe ich doch ein wenig Angst eben bekommen. Das war dann doch ganz schön knapp. Wieso ist der Dings runtergegangen? Oha. Der ist eben abwärts geflogen. Ich weiß nicht warum. Jetzt ist er genau unter uns. Klasse. Ich will den doch eigentlich hier ein bisschen weglocken. Funktioniert aber. Doch, doch, funktioniert. Komm, komm her. So. Jetzt ist er hinten wieder beschäftigt. Na, ob die Armbrust so weit reicht? Nein, nein. Und ich will jetzt auch nicht meine ganzen Pfeile verschwenden. Oder Bolzen, wie es ja eigentlich heißt. Oh, 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 oh. Eben wäre ich beinahe runtergefallen. Lieber wieder drauf. Das ist halt wirklich eine Gratwanderung hier. Muss man ehrlich sagen. Weil ich hier auch leicht runterfallen kann. Auf unserem guten Quetzelfreund auf Nummer 2. Verfolgt er uns wieder? Nein. Aber es könnte dauern. Leute, es könnte eine Weile dauern, bis wir den jetzt haben. Ja, back da nur fest. Ja, jetzt habe ich ihn. Und nochmal. Yes! 2-mal schon getroffen. Nochmal, oder? Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Mist, jetzt ist er wieder direkt unter uns. Ach, Kacke ist das. Komm mal mit. Da ist er. Na, toll. Quetzels Flügel. Nein. Ich will ja unseren guten Quetzel da auch nicht verletzen. Jetzt, ja eben hatte ich ihn. So, wo ist er? Hier. Oh, 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 auf dem Felsen kann er uns treffen. Auf dem Felsen kann er uns treffen! Aber dem vom Dings weglocken klappt ja soweit ganz gut. Vom Sumpf. Jetzt ist er hier ein wenig beschäftigt. Ich warte, bis er den getötet hat. Sonst fällt er noch um. Wenn er den gerade killt.
Also ein Level 50er ist schon eine Hausnummer. Ich sag's euch. Da treffe ich bestimmt einen Quetzel, ja. War klar. Bisschen weiter wieder weg. Der haut ab. Der haut ab. Der Torpor ist, glaube ich, schon hoch genug. Wo ist der? Unter uns. Obwohl, jetzt ist er wieder angriffslustig. Na, ein falscher Schritt. Und ich bin tot. Es könnte wirklich knapp werden mit dem. Wenn er denn die ganze Zeit unter uns schweben, unter uns sein würde hier. Drecksack. So. Komm mal her. Ja, toll. Ich glaube, mit dem blauen Affen würde das halt einfacher gehen. Aber ich möchte nicht ständig auf den Ape angewiesen sein. Habe ich ihn getroffen? Ich habe auch nur noch 24 Betäubungspfeile. Also Leute, es könnte sehr, sehr knapp werden. Nett abhauen. Zu mir. Und nicht direkt wieder runter. Hier treffe ich wahrscheinlich... Habe ich jetzt getroffen oder den Quetzel? Ja, ich habe ihn. Jetzt haut er ab. Jetzt haut er ab. Bitte nicht im Wasser. Bitte nicht im Wasser, verdammt. Ich denke mal, 1, 2 Pfeile, dann habe ich ihn. Komm schon. Jetzt ist er wieder direkt unter uns. Oh. Also. Unser Freund hier geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Leicht ist was anderes, Leute. Der snackt jetzt die Piranhas weg. Ist ja gut, aber trotzdem. Jetzt geht er wieder Richtung Sumpf. Der weiß auch nicht wohin. Wo ist er denn? Hier. Ich glaube, der ist zu schwierig für uns. Ich habe nur noch 17 Pfeile. Und ich traue mich nicht wirklich, hier eins auf Risiko zu machen. Der Torpor ist wahrscheinlich schon wieder ganz unten. Das ist doch nervig. Nervig und nervenaufreibend. Ich muss den am Kopf mal treffen. Wenn mir das gelingt. Und ein paar Schüsse hintereinander. Risiko besteht natürlich, dass der Quetzel dabei auch stirbt. Im Wasser ist er halt langsamer. Ich probiere es jetzt nochmal so. Wenn die 15 Schüsse weg sind, dann kann ich eh nichts mehr machen. So, treffe ich den überhaupt? Ja. Mann.
Deine Taktik ist gut, aber nicht gut genug. Ich habe noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee. Wenn wir jetzt... der haut ab. Der haut wieder ab. Uhu, da kommt er wieder. Und wieder getroffen. Aber das habe ich jetzt mal im Kauf genommen. Mist, Mist, Mist. Doch. Und schon wieder. Oh, der arme Quetzel. Ich könnte ja wirklich noch was probieren, was ich jetzt auch tun werde. Ich habe nur noch 9 Pfeile. Uiuiuiuiui. Also mit dem ist es was hier. Ich sag's euch. Es ist, könnte jetzt allerdings für mich tödlich enden. So, Quetzel, wie viel Lebensenergie hast du denn noch? Na, du hast noch genug. Gut, wo ist er denn jetzt? Da hinten. Okay, Leute, wünscht mir Glück. Wünscht mir einfach Glück. Ich muss einfach ein paar Pfeile noch in den reinhauen. Ich möchte den haben. Mist, jetzt komme ich hier nicht hoch. Schnell. Zum Quetzel. Wo läuft der denn hin? Da ist er. Blöd, dass der auch nicht festbacken kann, so ein Spino. Der kann ja alle Hindernisse umgehen. Ja, ich glaube, er ist festgebackt. Jetzt nur treffen, nur gut treffen. Komm schon. Habe ich bald keine Betäubungspfeile mehr. Ich muss einen gezielten Schuss in den Kopf eigentlich setzen. Toll, jetzt habe ich noch einen. Japp. Und meine Armbrust ist auch weg. Und es hat nichts gebracht. Gar nichts. Oh, Kacke. Mist. Also der hält wirklich was aus, Leute. Oh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm mal her, ich muss dir noch mal ein bisschen von meinem Spino weglocken. Nicht, dass er da noch stirbt. So, ich sag mal... Ich mache das jetzt so. Ich schau mal, ich leime die Flinte vielleicht vom blauen Affen und dann beschieße ich ihn damit nochmal. Vielleicht klappt das besser. Ich frage einfach, ob ich von dem die bekomme. Also, wir sehen uns gleich wieder, ne? So, 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 ich bin's nochmal. Sorry für die ganzen Unterbrechungen. Aber ich will den Spino da hinten noch haben. Der war Hammer. Mensch, komm, den kriege ich noch irgendwie. Ich habe den blauen Affen jetzt nicht erreicht. Ist kacke, aber ich habe mir jetzt einfach seine Flinte mal genommen. Ich hoffe mal, dass ich damit den zähmen kann. Und ich hoffe auch mal, dass ich nicht die ganzen Darts, oder wie man dazu sagt, von dem blauen Affen verbrauche. Und wenn nicht, ist es in Ordnung, dann farme ich halt wie noch ein paar für ihn.
Aber ich will den. Ich gebe da nicht auf, bevor ich den hab oder die Darts zu Ende sind. So, auf ein neues. Bin mal gespannt, ob ich den von hier oben erreiche, ja. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Mal schauen, ob die klappt. Naja, klappt wohl nicht ganz so, wie ich erhofft habe. Er bleibt einfach hier stehen. Aber vielleicht auch ganz gut. Naja, doch nicht so toll. Ich muss den Quetzel einfach so drehen, dass ich den auch gut treffen kann. So sollte das gehen. Wo ist denn der jetzt hinter... Hinter was ist der denn her? Hinter Dodos, ne? Na, da reicht die Reichweite nicht. Oh. Also so ein Spino allein zu zähmen... Erfordert, glaube ich, eine Menge Geduld. Zu viel Geduld. Ah, jetzt habe ich ihn wieder. Oh, die dauert aber auch lang zum Nachladen. Jetzt komm doch mal mit. Jetzt komm. Komm her. Ja, bleib hier ruhig stehen. Haut ab. Ich glaube, der haut wieder ab. Nichts wie hinterher. Ah, jetzt nicht im Wasser. Oh, jetzt fliegt er da auch noch im Wasser. Jetzt schwimmt er da im Wasser. Wohin geht der denn? Ja, das ist natürlich scheiße, wenn er da aufs offene Meer jetzt rausschwimmt. Geh an Land, du verdammter Dino. Was macht der? Wohin will der? Das gibt's doch nicht. Der ganze Torpor geht wieder weg. Das ist ein Megalodon. Jetzt geht er langsam wieder an Land, oder? Pustekuchen. Oh. Na sag mal, ich könnte jetzt Schimpfwörter raushauen, noch und nöcher. Ich muss den noch einmal treffen, wahrscheinlich ist er dann getamed. Oh, jetzt ist der Megalodon hinter dem her. Komm, fightet. Oh ne, ich hoffe, der tötet den jetzt nicht. Oh Mann. Was ist denn das? Was geht denn jetzt hier ab? Die schwimmen doch nur im Kreis, die Idioten. Scheiß Megalodon. Mann, ich muss den Spino nochmal was im Torpor verpassen. Erstmal dem hier schön einen in die Fresse. Oh, ich verbrauche die ganzen Darts vom blauen Affen. Ich glaube, die machen hier ewig noch rum. Das wird nichts mehr. Spino haut ab. Der haut wieder ab. Und der Megalodon ist nicht mehr hinter ihm her und er geht an Land. Oder Richtung Land. Oder auch nicht. Da ist noch der Megalodon. Komm schon.
Ich wollte das eigentlich in einer Folge alles abhandeln. Ist aber auch mal lustig, die zwei hier so kämpfen zu sehen. Einer der härtesten Landbewohner gegen einen der härtesten Wasserbewohner. Wie ist denn, würde ich einfach den Megalodon töten, dass hier mein Spino nichts antut? Aber wen habe ich denn jetzt getroffen? Keine Ahnung. Da brauche ich doch die ganzen Darts. Ey. Mann. Leute. Wenn ich den nicht krieg, ist der Megalodon mein Hassfeind. Ich sag's euch. Mann. Jetzt schwimmt er wieder aufs offene Meer. Er soll doch an Land gehen, da kann dieser Fisch den nichts anhaben. Kapiert der Spino das nicht? Ist der denn doof? Jetzt wird's auch noch dunkel. Herrlich. Wo schwimmt der denn hin? Wo schwimmt der Drecksack denn hin? Warte ab, nachher kommt noch ein Meso. Und dann ist er ganz weg. Jetzt greift er endlich mal an, komm. Jetzt fightet er richtig. Und jetzt ist der Megalodon dran. Komm schon, zwei massige Dinos gegeneinander. Schon ein geiles Schauspiel. Und ich glaube, ja, der Megalodon ist weg. Jetzt ist dunkel. Dunkel ist natürlich Kacke. Dunkel ist immer scheiße. Ich hasse hier die Nacht. Wo ist unser Spino? Da hinten schwimmt er. Ich möchte den nicht hier tamen. Such den mal wegzulocken. Oder er soll mal selbst... Komm. Put, 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 put. Gut, 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 du bist doch sonst immer so geländetauglich. Wo ist er? Wo ist der? Ach, hier. Hier ist halt auch Wasser. Aber da geht's noch. Hau mir nicht ins Wasser ab, bitte. Und nicht unter mir. Das gibt's doch nicht. Was muss ich denn noch aufwenden, um den scheiß Spino hier zu kriegen? Ist ja heftig. So, ich probiere jetzt mal was. Kann natürlich auch für mich tödlich enden. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Oh, dieser verdammte Spino. Den hab, mache ich drei Kreuze, 20 Kreuze, ey. Und die Dunkelheit nervt. Jetzt ist er wieder unter Wasser. Oh Mann! Das gibt's doch nicht. Natürlich ist jetzt wieder gleich stockfinster. Ich flipp gleich aus, Leute. Dann seht ihr mich mal ausflippen. Ich spatze das Mikrofon gegen die Wand. Nein, natürlich nicht, aber trotzdem. Wieso schwimmt er hier aufs offene Meer? Das ist doch scheiße. Hätte ich ihn lieber im Sumpf gelassen.
Jetzt sehe ich ihn natürlich nicht. Da hinten ist er. Oh, wohin geht der denn? Was ist denn das für ein Arsch? Ich habe jetzt jedes Schimpfwort rausgehauen, das es gibt fast. Außer die ganz harten. Oh, wie weit wir jetzt vom Land weg sind. Sowas habe ich noch nie erlebt. Aber ein Spino ist halt auch so ein Wassertier, was auch ins Wasser flüchten kann. Das ist ein Riesenproblem hier, glaube ich. Weil wir hier auch so nah am Wasser sind. Mir würde ja auch ein Spino reichen. Ich könnte ja wirklich versuchen, den... Ne, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Oh. Wie viel Uhr haben wir denn? Erst zwei. Ich stelle die Nacht am besten gleich ganz aus. Ich bringe mir hier nichts. Er schwimmt auch nur im Kreis. Der Torpor dürfte schon längst wieder unten sein. Mann. Boah. Wisst ihr, was ich am meisten hier hasse? Die Nacht. Weil jetzt sehe ich den gar nicht mehr. Je weiter ich raus vom Land gehe, da hinten ist er. Steht der da? Nein, der schwimmt. Ich dachte schon. Aber so weit draußen ist es halt auch für mich gefährlich. Ich weiß nicht, was so weit draußen noch... Trifft der mich? Ich glaube, ich war zu niedrig. Nee, komm, Leute. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr. Ich will ja nicht die ganzen Darts jetzt verbrauchen vom blauen Affen. Okay, das war dann doch ein Misserfolg. Schade, schade, schade. Ich hätte ihn so gerne gehabt. Da hinten schwimmt er. Was für ein Idiot. Ich versuche ihn nochmal an Land zu locken. Ich versuche es einfach. Ich kann den jetzt nicht da lassen. Das geht einfach nicht. Dazu ist er zu hoch und zu geil. Jetzt taucht er ganz unter. Was macht er denn? Wieso muss so ein Spino auch so ein Dreckswasservieh sein? Sorry für die ganzen Ausdrücke. Aber ich bin gerade wirklich wütend auf das Spiel. Wie der blaue Affe gestern auch war. Ich muss den einfach wieder mehr an Land locken. Boah, eben wäre ich beinahe runtergefallen. Boah, ich bin voll erschrocken. Huh. Ja, ja, so ist gut. Komm, komm mit. Komm. Wo ist denn jetzt das nächste Land hier hinten? Komm mit. Put, put, put. Ah, ich hab doch put, put, put gesagt. Da springt doch meistens jeder drauf an. Habe ich ihn? Nee, ich glaube nicht. Ich muss mal ein bisschen tiefer fliegen. Dass der mich sieht. Komm her. Komm. Wie so ein Hund an der Leine. Ja, jetzt könnten wir bald wieder an Land sein. Wenn er nicht abdrehen würde. Ich hab's doch gewusst.
Er hat irgendwas anderes gesehen gehabt. Und schon wieder. Kommst du her? Drecksvieh. Komm her. Da schnappt dir die Fische weg. Der soll mich schnappen. Zum ersten Mal möchte ich, dass mich ein Spino angreift. No. Ja, natürlich gibt es hier genug zu essen. Ist klar, weil es hier die ganzen scheiß Fische gibt. Der arme Quetzel vom blauen Affen. Nein, der rennt wieder ins Wasser. Wasser. Leute. Nee, ich kann doch jetzt nicht aufhören, wo ich gerade so nah dran bin. Tut einfach der Quetzel ein bisschen leid. Wenn ich sterbe, ist es nicht so schlimm. Beim Quetzel schon. Ja, mir reicht es jetzt. Wo ist denn unser Lager? Müsste doch hier irgendwo in der Nähe sein. Oder bin ich jetzt hier ganz falsch wieder? Nee, ist da hinten. Jetzt einmal hier rüber geschwommen. Quer durchs Gebiet. Da ist er. Nee, komm, aufs offene Meer. Ich glaube, den kriege ich nicht mehr. Ein Anlauf probiere ich noch. Aber hier auf dem offenen Meer sind halt diese scheiß Fische. Der wird hier immer abgelenkt von den Fischen. Ja, vielleicht sollte ich den mal angreifen einfach. Ja, ja, bleib hier. Ich hab gesagt, du sollst hier bleiben. Jetzt sehe ich wegen der Sonne nichts mehr. Wo ist der denn jetzt? Oh. Diese scheiß Wettereinflüsse hier. Nee. Nee, es wird nichts. Habe ich ihn jetzt getroffen? Die Flint dauert aber auch so lange mit dem Nachladen. Ist die Armbrust wirklich besser und mehr Schaden oder Torpor richte ich, glaube ich, damit auch nicht an. Im Gegenteil. Mein Leben ist mir eigentlich egal, aber die des Quetzels halt nicht. Ich kann mich ja immer wieder beleben.
Wieso treffe ich den nicht am Kopf? Oh, Mann. Geht direkt unter uns immer. Der ist natürlich wieder ins Wasser. Okay, mir reicht's. Ich schmeiß gleich das Spiel gegen die Wand, obwohl es ja nicht geht. Hat ja nichts Physisches und ist ja von Steam. Diese blöde Flinte dauert aber auch extrem lang. Die Flinte ist nichts. Einfach Scheißdreck ist das. Ich brauche jetzt einfach noch die zwei Darts. Bringt ja eh nichts gegen den 50er hier. Nee. Nee. Gut, also Leute, wir haben es probiert. Wir haben es probiert. Ihr habt gesehen, dass es gegen so einen 50er zu schwierig ist. Also es ist fast unmöglich, den Torpor hier runter zu kriegen. Na gut, also ich habe wenigstens einen bekommen. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Gibt halt auch mal Fehlschläge. Macht's gut. Ciao.